Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute haben wir ja den 31. Oktober, es ist Halloween. Und wie ich das schon vor 5 oder 4 Jahren gemacht habe, möchte ich heute mal wieder eine Gruselgeschichte vorlesen. Wie der Zufall es wollte, habe ich tatsächlich eine Geschichte von mir gefunden auf meinem Rechner von vor 8 Jahren, also von 2012. Ich glaube, ich habe die damals auch so um Halloween rumgeschrieben. Damals war ich 12 oder 13 Jahre alt. Eigentlich total spannend, weil das sind halt wirklich die Gedanken von mir als 12-Jährigen. Deswegen möchte ich einfach mal die Geschichte vorlesen. Die Geisterburg. Alter, ich wette, die ist bestimmt schon um die 60, sagte Marin. Es war Freitag und Mike und seine Freunde Marin und Hannes hatten gerade die zweite Pause. Im Moment unterhielten sie sich über ihre Mathelehrerin Frau Reichelsbauer. Sie waren sich uneinig, was ihr Alter betraf. Niemals, widersprach Mike. Die ist höchstens 50. Jetzt griff auch Hannes ein. Du spinnst doch, die sieht wirklich alt aus. Wir können ja wetten, schlug Marin vor. Mike dachte kurz nach, dann sagte er, okay, um was wetten wir? Alle dachten nach. Hannes war der Erste, dem etwas einfiel. Kennt ihr diese verlassene Ruine am Waldrand? Mike und Marin nickten. Der Verlierer muss da heute Abend alleine reingehen. Marin und Mike stimmten zu. Jetzt blieb nur noch eine Frage. Aber wie finden wir raus, wer recht hat? Wollte Mike wissen. Ich frag sie, schoss Marin los. Und bevor Mike oder Hannes widersprechen konnten, war er auch schon weg. Etwa 10 Minuten später tauchte er wieder auf, grinsend. Wir haben recht, Mike, aber mach dir nichts draus, das ist nur das Spukhaus. Noch am selben Abend packte Mike seine Sachen für den Streifzug in die Geisterburg. Lange Hose, dicker Pulli, Handschuhe, Mütze, Schal und eine Taschenlampe sollten genügen, dachte Mike und ging los. Am Waldrand warteten Marin und Hannes schon auf ihn. »Na, bist du bereit?« fragte Marin und stupste ihm freundschaftlich in die Seite. »Aber klar doch«, entgegnete Mike, was nicht ganz der Wahrheit entsprach. »Okay, bis nachher dann«, sagte er und entfernte sich langsam. Nach einigen Minuten kam er zur Burg. Da jetzt der Geisterburgteil der Geschichte beginnt, wollen wir uns natürlich noch in die richtige Stimmung versetzen. Wow. Er zog mit aller Kraft am schweren Eisentor, das langsam und quietschend aufging. Er trat in einen mondbeschienenen Hof, dessen Mauern über und über mit Efeu bewachsen waren. Aber halt, da war noch etwas. Etwas Rotes, Glänzendes. War das Blut? Der Hof hatte an allen Ecken hohe Türme, die ziemlich wackelig aussahen. Als würden sie beim kleinsten Windstoß einstürzen, traute es Mike. Nicht weit von ihm war eine große Klappe in den Boden eingelassen. Mike öffnete sie. Hervor kam ein großes, schwarzes Loch. An der Wand führte eine Leiter entlang. Mike knipste seine Lampe an und begann den Abstieg. Die Stufen waren nass und glitschig und der Abstieg dauerte lange. Er begann sich gerade zu fragen, ob er nicht mittlerweile lange genug hier war, um seinen Wetteinsatz eingelöst zu haben und zu den anderen zurückkehren zu können, als ihn plötzlich eine kalte, modrige Hand am Fußgelenk packte. Mike stieß einen langen, gellenden Schrei aus. Als er verstummte, merkte er, dass die Hand ihn einfach nur festhielt. Mike spürte ihre kalten, glitschig feuchten Finger an seinem Knöchel. Er war in einer solchen Schockstarre, dass er keinen Muskel rühren konnte. Er hatte die Augen fest zugekniffen und umklammerte die Leiter mit den Fingern so fest, dass es weh tat. Nach gefühlten Ewigkeiten begann sein Gehirn wieder zu arbeiten. Was sollte er nur tun? Wie kam er hier raus? Und dann, was hielt ihn da fest? Bei dem Gedanken spürte er, wie sich seine Augen in ihren Höhlen nach oben drehten, wie ihm schwarz vor Augen wurde und wie er fiel. Er fiel nicht lange, bis er auf dem harten Beton landete. Als Mike wieder zu sich kam, sah er sich hastig um. Doch soweit er das in der Dunkelheit einschätzen konnte, war niemand da. Er wusste nicht, wie lange er schon in dieser Burg war, aber er wollte nichts wie raus hier. Deshalb kletterte er wieder an der Leiter nach oben. Nach jedem Schritt sah er sich um und jedes Mal hatte er das Gefühl, irgendetwas zu übersehen, das sehr wohl da war.
Als er wieder oben war, war er heilfroh. Er wollte zu dem Tor, durch das er den Hof betreten hatte, doch plötzlich hörte er hinter sich schwere Schritte. Er blieb stehen. Die Schritte hinter ihm ebenfalls. Schockstarre. Dann drehte er sich langsam, ganz langsam um. Doch da war nichts. Nach einigem Zögern ging er langsam weiter. Sofort hörte er hinter sich wieder die Schritte. Diesmal ignorierte er es einfach. Er war jetzt schon fast wieder beim Tor. Es war offen und er begann zu rennen. Hinter ihm rannten die Schritte mit. Dann schlug das Tor plötzlich direkt vor ihm zu. Mike rüttelte panisch an den eisernen Stäben und die Schritte hinter ihm wurden immer lauter. Doch er wagte es nicht, sich umzudrehen. Stattdessen warf er sich mit aller Kraft gegen das Tor und es brach tatsächlich auf. Mike fiel hin, rappelte sich auf und rannte so schnell er konnte weiter durch den Wald auf die Stelle zu, an der er sich vorhin von Marion und Hannes verabschiedet hatte. Nach einigen Minuten wurde er langsamer. Sein Herz so stark pochend, dass es weh tat, drehte er sich um. Auf den ersten Blick sah er niemanden. Doch immer noch hatte er das Gefühl, dieses Etwas aus der Burg würde sich vor ihm verstecken. In der Ferne sah er durch ein paar Bäume hindurch das Tor zum Burghof und auch da sah er niemanden. Wahrscheinlich bildete er sich alles nur ein. Er rannte das letzte Stück zum Waldrand, innerlich schon überlegend, was er den anderen beiden erzählen würde. Schließlich wollte er nicht als Angsthase dastehen. Dann sah er Hannes und Marin vor sich in der Dunkelheit auftauchen. »Na, hast dich wohl gut gegen die Gespenster geschlagen, was?« grinste Marin. Mike wollte gerade antworten, als hinter ihm ein Knacken zu hören war, als wäre jemand auf einen Ast getreten. Er schnellte herum. Nichts. Langsam drehte er sich zu Hannes und Marin zurück. Doch dort, wo vor wenigen Sekunden noch seine beiden Freunde gestanden hatten, war niemand.